Was geht ab? Yo, 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 was geht ab? Oh mein Gott! Bist du Papa Latte? Wie geht's dir denn besser? Ich muss dir direkt was zeigen. Oh nein. Muss ich deinen Stream aufmachen oder was soll ich machen? Nee, ich schick dir es. Okay. Wenn ich weiß, wie es geht. Hier. Okay. Und zwar habe ich einen Diss-Track geschrieben. Gegen? Gegen dich. Wie? Das ist das Erste, was wir. Bro, ich dachte, was? Wir haben heute so einen Homie-Tag. Komm, geh drauf und sag, wenn du ready bist. Dann drücken wir gleich den Ding auf Play. Oh mein Gott, Bro. Was ist das? AI-Generated? Yo, yo, yo. Bin seit knapp 3,5 Jahren geboren. Oder die Website ist legit.ai. Ja, okay, komm. Ja, komm, ich bin ready. 3, 2, 1. Hey, 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 lass die Spiele beginnen. Digga, das ist ultra laut, Digga. What the fuck? Gib doch eine Vorwarnung, Alter. Wo macht man das leiser? Hallo, du bist muted? Ja, nee, ist doch richtig. Ich check nicht, was die alle haben. Okay, wie macht man das leiser, Bro? Ich finde keinen Leiser-Mach-Button. Du musst Google Chrome leiser machen. Bro, das kann nicht. Ja, okay, warte kurz. Okay, hab. That's crazy, Bro. Okay, ja, Let's Hugo Stream Intro Song. Hyper Pop Electropop. Scheiße, Anthem. Catchy. Catchy Beats. Warte, das höre ich mir auch mal an. Hey, hey, lass die Spiele beginnen. Mit Hugo, wo die Träume Sinn ergeben. Wo jeder Stream ist wie ein neuer Tag. Komm mit uns und sieh, was passieren mag. Wir surfen durch die Spiele schnell wie das Licht. Bei Let's Hugo, da endet die Story nicht. Er bringt die Farben in die digitale Nacht. Mit jeder Lache hat er uns um den Finger gebracht. Let's Hugo, wo die Magie lebt. Let's Hugo, wo der Bildschirm bebt. Bruder, was zum Fick machst du auf deinem Channel? Digga, was zum Fick ist das? Das ist halt übergeil. Ist das komplett AI-generated? Das ist komplett AI. Aber auch der Text? Also was, den Text habe ich in ChatGPT reingeballert, aber kann man eigentlich selber machen auch. Also hab ich jetzt auch. Crazy. Der Diss-Track ist von mir. So. Okay. Hast du den Text selber geschrieben oder hast du den Text mit ChatGPT generiert? Den Text habe ich selber geschrieben. Bitte nicht spoilern lassen, also lese jetzt nicht. Okay, mach ich. Okay, 3. Warte, ich zieh ihn raus, ich mach's so. Warte. Ja, so ist gut, perfekt. Okay, Okay, 3, 2, 1, go. Denkst du, was denkst du, wer du bist? Denkst du, wer der Beste bist, aber nur ein Egoist? Let's go better than you 2024, sein Jahr lang Schuh. Dein einziger Content auf Donations. Und dazu verbietest du Clip Compilations. Du kleiner dreckiger Bastard, deine Haare so scheiße, mach dir Buzzcut. Papa Platti, Digga, so was ein Idiotin. Digga, das ist so scheiße. Papa Platti, das ist so scheiße. Google ist reicher dein Niveau. Steuern geflüchtet wie ein W. Kevin Teller, dein Name. Bro, Steuern geflüchtet wie ein W. Digga, was? Bruder, du hättest den Text vielleicht auch einfach von ChatGPT schreiben lassen sollen. Real Talk. Ja, ist richtig. Aber ist krass, oder? Bro, ich hab den Anfang gar nicht verstanden. Papa Platte, was denkst du, wer du bist? Denkst du, wer ist der Beste? Bist aber nur ein Egoist. Let's Hugo. Better than you 2004 sein Jahr Lackschuh, Digga. Ist das scheiße. Das ist so scheiße. Ich glaube, den besten Part fand ich bis jetzt, also ich habe kurz angehalten, den Content aus Donations und dazu verbietest du Clip Compilations. Du kleiner dreckiger Bastard, deine Haare so scheiße, mach dir Buzzcut. Ich glaube, das war das Beste. Aber die Hook mit Papa Platti ist über scheiße. Die ist voll geil. Das ist das Beste sogar an dem Lied. Papa Platti, du Scheißratti. Papa Platti. Bro, das ist so ein Haufen Müll. Ganz kurz. Frei und wild. Bro, warum hast du nicht so einen coolen gemacht wie dein Intro-Song? Der Intro-Song geht viel härter, Bro. Ich hab noch einen gemacht mit Fabo, willst du den hören? Ja, schick rüber. Papa Platti. Hier ist Fabo. Digga, also, Papa Platti auf Ratti zu reimen ist crazy, Digga. Let's Hugo Production, Digga. Bro denkt auch, er ist Mixu McLeod. Ja, okay, 3, 2, 1, go.
Verbo, groß und rund. Mit einem Lächeln sei hell, tanzt durch das Leben. Mit einem Rhythmus, der erzählt, die Welt mag urteilen nach ihrer Schönheitsnorm. Doch Verbo weiß, wahre Größe kommt von innen warm. Denn in seinem Herzen brennt ein Feuer, stolz auf sich selbst, niemals scheuer. Mit jedem Schritt, mit jeder Geste. Verbo lehrt uns, das Größte zählt am meisten. Lebe groß, Verbo, lebe groß und frei. In deiner Welt gibt es keine Zweifel und keine Scham dabei. Bro. Mit meinem Herzen so groß wie der Ozean. Verbo, du bist die wahre Definition von schön. Bro, das ist so ein bisschen so Lukas der Rapper mäßig. Ja, aber ja, der hat so ein bisschen zu viel so der Wendler gehört oder so. Weißt du, so ein bisschen so die Schlager, die Schlagerversion von Lukas der Rapper, Bruder. Das ist crazy. Ich hab auch Burger Pommes in besser gemacht. Ja, okay, schick auch mal. Bruder, du warst hell out of content. Ist das alles heute entstanden? Digga. Bro, holy shit, Digga. Deswegen hast du mir gestern auch geschrieben, ob wir heute das Kran-Ding machen können. Ja. Du bist crazy out of content. Holy shit. Bin seit knapp 2-3 Jahren gebannt. Könntest du checken, ob ich ein Unban in Frage kommt? Ja. Junge, was ein Hurensohn Basti ist. Ja, ich meine, das ist 4 Jahre her. Ich denke, es ist fein. Schickst du es noch oder wie sieht's aus? Okay, pass auf. Ich habe jetzt eins, aber du musst dazu noch ein Video abmachen. Warte, ich dachte, du hast Burger Pommes in besser gemacht. Ja. Okay, schickst du das? Okay, aber ganz kurz, geh auf YouTube. Mhm. Und gib da ein Lego Movie, hier ist alles super. Okay? Ja, okay. Oder gehst du auf das Video, wo man das sieht? Full das German Version. Den, ja, siehst du den Film? Nee, mit Filmausschnitten. Ja, ja. Okay. Okay, dann gehst du auf 0 und dann, warte, ich schick dir den Song jetzt. Okay, und ich mute quasi den YouTube-Link, der ist nur so als Musikvideo quasi. Ja, genau, genau. Ja, okay, verstehe. Und dann versuche ich jetzt irgendwie beides gleichzeitig zu starten, oder wie? Ja, du kannst starten Song und dann einfach auf YouTube switchen. Das okay, ist so okay, kann ich? Okay, 3, 2, 1, go. Warte. Wie lange dauert das, einen zu machen? Digga, das ist so easy. Du musst einfach nur Text da reinschreiben, Genre. Das war's eigentlich. Crazy. Damit haben wahrscheinlich die Leute von Henno den Intro-Song gemacht bei Elden Ring. Ich habe mich schon gewundert, wie die das gemacht haben, weil das war echt gut. Weil Nojo, das hört sich. Man hört sich. Also, ich glaube, man würde nicht auf Anhieb denken, dass es AI ist, finde ich. Ja, Digga, das ist so krank. Das ist wirklich krass. Ich habe 10 Euro dafür ausgegeben. Okay, das ist ziemlich dumm. Burger Pommes auf die 1. Burger Pommes auf die 1. Digga, es geht überkrank. Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in. Okay. McDonalds geht zu jeder Zeit. Digga, dieses Burger Pommes geht hart. Auf die Ein, okay, das geht auch hart, pass auf. Mhm. Hast du? Oh mein Gott, ich wusste es, ja. Trap Rap. Ja, okay, ja, bin ready. 3, 2, 1, go. I'm falling for you. After all, I'm falling for you. I'm falling for you. After all. Ich zu meinem Ohr und ich grau und ihr Booty Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr, setzt den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Airpods in meinem Ohr und ich grau und ihr Booty Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr, Shorty ruft mich an bei FaceTime, Lippen sind rot, Hotline bling wie die Drake Lines. Sie ist alone, hol beim Späti schnellen Weißwein und laufe los, brauch ihren Standort, denn ich weiß nicht, wo sie wohnt. Vibe zu 60s, Elvis hit it different. Can't help falling in love, nicht nur ein bisschen. Viel gesehen, doch weiß nicht, was heute Nacht passiert. Roadrunner, Baby, ich bin gleich bei dir. Sie ist heute Nacht mein Boo. Playlist läuft, Travis Goose. Was ist das Ende, Bro? Ja, das Ende ist. Warum ist das Ende so abgeschnitten? Playlist läuft, Travis Goose. Bro, das klingt so, als hätte man so einen Villager geschlagen am Ende. Ach stimmt, ich hab noch einen Liebessong, willst du den auch noch? Bro, wie lange bist du denn schon online, Junge? Du bist ja komplett out of content gewesen, ja, ja. Hey, Retail ist mal Content. Ja, schick rüber. Warte. Burger Pommes auf die 1. Digga, der Burger Pommes Song ging so hart, what the fuck. Burger Pommes auf die 1. Digga. Pack die Pommes in den Burger rein. McDonalds geht zu jeder
Okay, hab. Okay, schick. Okay, hier. Liebessong PXH. Wofür steht das PXH? Papa Platte X Hugo. Tipps, wenn man mit dem Stream. Ich habe das nur aus Spaß will. Gefragt. Ich dachte, du hast einfach auf die Tastatur geknallt. Nein. Oh mein Gott. Ja, okay, gut. Ja. Okay, ich bin ready. 3, 2. Oh, nee, ist der falsch anscheinend. Nee, sorry. Wir hören den trotzdem noch, oder? Nee, es gibt eine bessere Version davon. Okay. Hier. Burger Pommes ja, auf die 1. Guck doch schon auf, Digga. Ich hab Burger gemacht. Okay. 3, 2, 1, go. In einer Welt aus Bits und Bands strahlen zwei Sterne hell im Licht. Digga, was ist Papa das, Hugo? Platte und Let's Hugo, Seite an Seite, eine Verbindung, die niemals schwindet. Durch die Leinwand des Streams eine Liebe, die wie ein Fluss strömt. Jeder Blick, jede Geste, jedes krank. Lachen, eine Liebesgeschichte, die niemals verblassen wird. Papa Platte und Let's Go. Streamer der Liebe, das ist ihr Vorsatz durch den Äther der Netze. Bro, was labert sie? Keine Ahnung, die für Digga. Du verstehst auch noch gar jedes zweite Wort nicht, Digga. Bruder, ich sag dir ehrlich, Burger Pommes kann nichts toppen. Burger Pommes ging so hart. Ja, Digga, mit dem Lego-Song, das ging wirklich krank hart. Burger Pommes unschlagbar. Mit jedem Klick, mit jedem Chat wächst ihre Liebe. Hier ist immer Burger Pommes 1 Rap gelinkt. Digga, was hast du? Das habe ich nicht gemacht, aber da hat irgendwer einen Rap-Song von Burger Pommes gemacht. Ja, okay, haben wir auch. Zieh runter. 3, 2, 1, go. Burger Pommes auf die 1. Party Pommes in den Burger rein. McDonald's gibt's zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die 1. Ich steh auf und fahr direkt in den McDrive. Wenn die mein Lambo sehen, wissen sie Bescheid. McDonald's-Tüte auf dem Tisch in jeder Klasse. Alle wissen, dass Lehrer diesen Trick hassen. Unterricht langweilig, keiner hier hat Bock. Direkt danach McDonald's, weil Burger Pommes rockt. Alle finden es mega, egal ob Boys oder Girls. Und jetzt rocken alle Burger Pommes Merch. Grüße gehen raus an den Eierkopf Clash. Dein Diss-Track war so schlecht, du bist der größte Knecht. Dein Eierkopf wird wie Boxsäcke zersmashed. Sogar deine Fans wollen das Burger Pommes Rezept. Lecker. Burger Pommes auf die Eins. Lecker. Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die Eins. Yeah. Burger Pommes auf die Eins. Die Pommes in den Burger rein. Bro, das ging crazy hart, Ich check's auf jeden Fall. Bro, was aber was ist besser, meins oder seins? Boah, deins. Deins ist unschlagbar. Können wir es nochmal hören? Ja, mit dem Video aber. Ja, okay. Okay. Warte. Lego Burger Pommes auf die 1. Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in den... Digga, das ist No-Joke. Oh, halt, ne? Okay, ja, bin ready. Ja. Boah, okay, das ist jetzt High-Shit gerade, aber wollen wir mal beim Song Sekunde 25 und dann direkt das Video anmachen? Das hatte ich nämlich ganz am Anfang und Digga, da hat das so krank gepasst. Okay, Sekunde 25 vom Song und dann direkt den... Und dann direkt Song, okay. Direkt Video. Okay, 3, 2, 1, go. Bro, das ist crazy, man. Ja, das ist good shit.